In den letzten beiden Tagen war die Kommentatorenkabine hier der mit Abstand hellste Platz in der Rennsteig-Arena. Das ist heute Gott sei Dank nicht mehr so. Nach Nebel und Dauerregen endlich Sonnenschein in Oberhof. Aber bis gestern Abend hat es wirklich heftigst gegossen, sodass etliche freiwillige Helfer die ganze Nacht gerackert haben, um hier heute alles auf Vordermann zu bringen, um die dritte Staffel starten zu lassen. Und der Countdown, der läuft. Das ist schon was ganz Besonderes, durch diese Massen, durch die Rennsteig-Arena zu laufen. Gut 25.000 wahrscheinlich hier heute im Stadion und rundherum auf der Strecke. 23 Staffeln haben das Rennen aufgenommen. Es ist die dritte des laufenden Winters. Zweimal hießen die Siegerstaffeln Norwegen. Das könnte und sollte auch heute so sein. Aber unverhofft kommt oft. Und hier ist schon mal ein kleines Nadelöhr. War interessant, da mal reinzuschauen bei dieser ersten Abfahrt. Dies nochmal Bilder aus dem Startbereich, drei nebeneinander. Das ist seit einigen Jahren so. Es darf von Beginn an geskatet werden, das ist seit einigen Jahren neu. Und wenn Sie da alle unbeschadet runtergekommen sind, die erste Abfahrt, dann geht es hier zum ersten Mal rauf den Birksteig. Und da stehen links und rechts tausende begeisterte Oberhof-Zuschauer, die schon sehr früh ihren Stammplatz einnehmen und ihn dann nicht wieder verlassen, um diese super Pole-Position hier zu behalten, den ganzen Tag über. Denn heute gibt es ja noch eine Staffel, also langer Tag in Oberhof. Viel Ausdauer gefragt. Auch Toilettengänge werden sehr kurz gehalten. Es gibt sogar viele, die sich in Oberhof mit Windeln eindecken. Man mag es kaum glauben. Start Nummer 6, die gehört Frankreich. Julia Simon an der Spitze, dann Schweden. Und wir suchen nach der deutschen Startläuferin. Hier kommt sie, Startnummer 7, Vanessa Hinz. Hier hat Philipp Horn erzählt, ist es wirklich schwierig, sich zu beherrschen, wenn man gerade das erste Mal hier raufläuft und alle peitschen einen an, jeder ruft den Namen. Dann ist man versucht, vielleicht ein bisschen mehr zu geben, als man zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon bereit ist zu geben. Denn es gibt ja noch weitere Anstiege dieser Art nach dem Liegen und nach dem Stehenschießen. Erste Zwischenzeit, Julia Simon. Elena Elvira Öberg ist übrigens die jüngere Schwester von Hanna Öberg. Lisa Vitozzi, die hier im letzten Jahr den Sprint gewann auf der Startposition für Italien. Vanessa Hinz mittendrin. Das kann gut sein, um ein bisschen Kräfte zu sparen. Kann aber auch schwierig sein an Stellen wie diesen hier, wenn sich alles ein bisschen zusammenschiebt. Und wenn man nicht freie Sicht nach vorn hat, denn die Kurven hier haben es in sich. Apropos, die Strecke wurde ganz, ganz kurzfristig noch ein bisschen entschärft, weil es vorhin ein paar Stürze gab. Wird jetzt nicht die extreme Kurve am Frankfurter Kreuz genommen, sondern man läuft weiter hinaus und muss dann nicht ganz so spitzwinklig herumfahren. Hier schauen wir mal, Frankreich, Schweden, alles gut gemeistert. Auch Vanessa Hinz hier am Ende dieser ersten Gruppe kommt gut rum. Und mein Kollege Christian Dexne steht unten am Schießstand bei Florian Steirer. Und wir wollen mal hören, wie die heutige Staffelbesetzung zustande kam. Tja, Florian Steirer, die vier Stärksten aus dem Sprint laufen heute. Was erwarten Sie vor allen Dingen von Janina Hettig, der Unerfahren in der Mitte, und Maren Hammerschmidt, die ja läuferisch ein bisschen Schwierigkeiten hatte am Sprint vorgestern? Ja, bei der Maren gehen wir eigentlich schon davon aus, dass das irgendwo ein Schwächeeinbruch war, den sie da gehabt hat. Das war jetzt nicht ihr täglicher Leistungsstand, den sie seit 6 oder 7 Monaten eigentlich präsentiert. Das wird hoffentlich funktionieren. Für die Janina freut es mich, dass sie den Sprung in der Staffel geschafft hat. Also die saugt da die Atmosphäre auf und die wird hoffentlich eine ordentliche Leistung abliefern. Dankeschön. Kurz und knackig, so kennen wir Florian Steirer. Die beiden deutschen Bundestrainer bei den Damen wechseln sich ja am Schießstand ab. Mal ist Christian Mehringer dort unten, mal ist Florian Steirer dort. Sind übrigens die einzigen beiden im gesamten Weltcup, die das so handhaben. Bei den meisten Nationen stehen übrigens während eines Wettkampfes auch zwei Trainer am Schießstand. Aber sie haben sich das so vorgenommen mit Beginn ihrer Amtszeit und ziehen das auch so durch. Hier wird ein bisschen gepokert, ein bisschen Tempo rausgenommen von Julia Simon, die ganz großartig in diesem Winter auftrumpft, ihre ersten beiden Podiumsplatzierungen geschafft hat. Also gleich zweimal Dritte war
in Rennen dieses Jahres. In Östersund über die lange Strecke und vorgestern hier im Sprint von Oberhof. Julien Simon hier vorn mit der Startnummer 6. Mittendrin dann Vanessa Hinz, der hier ein riesiger Felsbrocken vom Herzen gepurzelt ist mit ihren 15. Platz im Sprint. Damit hat sie also zwei Top-15-Platzierungen in diesem Winter geschafft. Das heißt im Umkehrschluss auch, das ist die Nominierung oder das Kriterium für die WM-Nominierung, das sie damit erfüllt hat. Startnummer 3, das ist Christina Restzowa hier vorn. Bekannter Name in der Biathlon-Szene. Auch Andrea Henkel wird sich wahrscheinlich noch gut erinnern, denn Anfissa Restzowa, die Mutter, war Sprint-Olympiasiegerin 92 in Salt Lake City. Da, wo Kathi Wilhelm und Andrea Henkel zusammen Staffelgold gewannen und Andrea Henkel die 15 Kilometer holte. Hier übrigens die nächste Veränderung der Strecke gut zu sehen. Normalerweise, das wissen Sie, läuft man unter der Brücke durch und dann nach links die kleine Sägespäne-Runde. Aber da hinten im Wald eine Schleife drangehängt wurde, wurde diese hier abgekürzt und so läuft man unter der Brücke hindurch und gleich rechts rein in Richtung Schießstand. Und dennoch, was wir hier eben mit anschauen konnten, die Strecke super belegt. Also da haben viele, viele Ehrenamtliche heute Nacht noch mal einen tollen Job gemacht. Es hat wirklich bis spät in den Abend rein heftigst gegossen. Und einige haben schon kopfschüttelnd gesagt, wie soll das gehen morgen? Aber auch in Oberhof kommt mal die Sonne raus. Und das Beste war, dass über Nacht auch der Frost dabei war. So, jede auf die Schießbahn, die ihrer Startnummer entspricht, auf die 1, also die Norwegerin Synnøve Solemdahl. Neu übrigens in der Staffel Norwegens, bislang in den ersten beiden Staffeln immer Caroline Knoppen. Julia Simon für Frankreich hat den ersten Treffer gesetzt. Vanessa Hinz beginnt langsam, aber sehr sicher. Stark, parallel mit der Norwegerin Solemdahl fertig geworden. Auch die Schweizerin Elisa Gasparin mit einer Null-Fehler-Serie. Auch Polen fehlerfrei raus. Hier vorn, das ist Synnøve Solemdahl. Dahinter Elisa Gasparin. Dann Vanessa Hinz. Kaum Rückstände zu sehen dort. China, Italien, Frankreich auf den nächsten Plätzen. Roten Dress hier vorne, das ist die kanadische Startläuferin Sarah Baudry. Ja, und da man hier drei Patronen zum Nachladen hat, sind erst einmal alle ohne Strafrunde davongekommen. Wir sehen Synnøve Solemdahl, die schnellste. Mittlerweile 30 Jahre alt. In Staffeln Norwegens in den letzten Jahren immer wieder eingesetzt. Weltmeisterin von Östersund 2019, Weltmeisterin daheim 2016 in Oslo. Damals immer mit Synnøve Solemdahl, die sehr zu kämpfen hat mit vielen Krankheiten, immer wieder zurückgeworfen wird, aber sich als Startläuferin in Staffeln dann immer wieder als zuverlässig erweist. So, Norwegen, dann mit der 2. Elisa Gasparin, die mittlere der heute auch wieder drei Gasparin-Schwestern in der Schweizer Staffel. Rechts Frankreich, mittendrin mit der 13, das ist Lisa Vitozzi, die ein bisschen nach ihrer Form sucht. Und ich habe das Gefühl, hier in Oberhof hat sie sie gefunden. Dahinter dann gleich Vanessa Hinz. Synnøve Solemdahl gehört nicht zu den Stärksten, zu den Laufstärksten. Deshalb wundere ich mich ein bisschen, dass Julia Simon da sich sogar hinter ihr einreiht. Außen jetzt, Vorstoß der polnischen Mannschaft. Deren Stärkste auf der Startposition, Monika Heunisch-Starega. Hier Schweden und relativ weit hinten die russische Startläuferin, die zwischendurch so stark aufgetrumpft hatte. Restzowa nur als Vorletzte weg vom Schießen. Ja, leichter Schneeflug bei Vanessa Hinz, also auf Nummer sicher. Die Strecken sind heute Nacht ein bisschen durchgefroren. Es gibt hier und da noch ein paar Eisplatten in den Kurven. Das ist natürlich dann gefährlich. Also vorsichtiges Umtreten ist angesagt, wie hier perfekt demonstriert bei Julia Simon. Und trotzdem treibt es alle ganz schön weit nach außen.
Und bei diesem harten Untergrund ist es auch durchaus viel schneller als in den letzten beiden Tagen. Mit der 10 huschte da gerade Susan Dunkley, die US-amerikanische Startläuferin, durchs Bild. Ja, und alles, was man hier sehen kann, die Strecken sind wirklich tadellos präpariert, als wenn es kein Gestern und kein Vorgestern gegeben hätte, als es hier wirklich die schlimmsten aller Wetterbedingungen gegeben hat, die sich Biathleten so zusammenreimen können. Viel Regen, viel Wind, also absolut Gift für die letzten Schneereste, die noch lagen. Links da der dritte von links, Jörn Wollschläger, der Trainer der Schweizer Nationalmannschaft, der hier Elisa Gasparin angefeuert hat. Das ist die Führende im Gesamtweltcup. Das ist Dorothea Vira, die gleich als Zweite für Italien in die Spur geht. Für Lisa Vitozzi, die beiden im letzten Jahr Erste und Zweite des Gesamtweltcups. Das gab es noch nie. Niemals eine Gesamtweltcup-Siegerin aus Italien und dann gleich ein Doppelerfolg. Das war schon phänomenal. So, Vanessa Hinz hält sich da prima an fünfter Position. Die 27-Jährige. Auch sie, eine sehr staffelerfahrene Läuferin. Sie dagegen nicht, Janina Hettich. Hat gestern zum ersten Mal eine kleine Pressekonferenz gegeben, hat sich da sehr eloquent gezeigt, sehr gut drauf. Da wusste sie noch nicht, ob sie in der Staffel eingesetzt wird. Hat aber gesagt, wenn, dann möchte ich gerne auf der zweiten oder dritten Position laufen. Da würde ich mich stark genug fühlen, um Deutschland zu helfen. Als Letzte vielleicht eher nicht. Da wäre der Druck mir dann doch noch zu groß. Und ihr Wunsch wurde erhört von den Trainern. So, links da sehen wir Christian Mehringer, der Vanessa Hinz hier gar keine Korrekturhinweise zurufen muss, denn dieses erste Schießen war klasse. Haben übrigens sehr, sehr viele ohne Nachlader alles getroffen. Die Runden sind kurz, nur 6 Kilometer werden gelaufen, also zwischen den Schießeinlagen nur immer 2 Kilometer. Das geht ruckzuck. 8 Läuferinnen haben sich ein bisschen abgesetzt, darunter auch die Chinesin Tang Jialin. Chinesische Mannschaft wird ja seit Saisonbeginn trainiert von Ulrainer Björndalen und seiner Frau Daria Domracheva, die sich viel, viel vorgenommen haben in Richtung Olympia 2022, dann in Peking. So, die Polin Monika Heunisch-Starega hat sich da ganz nach vorn begeben. Im letzten Jahr mit einem tollen Gesamtweltcup-Auftritt als 10. Da kam sie zurück nach einigen Jahren Durststrecke. Hier haben wir sie groß im Bild, trainiert seit Saisonbeginn von Michael Greiß. So, wie gehabt, Vanessa Hinz beginnt etwas später als die anderen, aber jetzt auch mit einem Fehler. Jetzt auch der erste Fehler bei Vitozzi, die fast durchgekommen wäre. Lisa Vitozzi muss nachladen. Vanessa Hinz muss jetzt schon zweimal zur Reservepatrone greifen. Die darf man sich egal wo irgendwo an der Waffe anbringen. Hier gut zu sehen. Dort hinten auf Wangenhöhe am hinteren Teil des Schachtes. Oh, da hat sie Probleme gehabt mit dem Nachladen. Beruhigt das Auge nochmal. Und muss jetzt in die Runde. Norwegen hat diese gerade so verhindert. Und Vitozzi, Gasparin und Simon sind weg. Das war so nicht geplant. Strafrunde für Vanessa Hinz. Das sind 150 Meter. Das sind noch einmal mindestens 24, 25 Sekunden. Und das ist dann schon eine ganze Menge Rückstand. Das ist die Russin Restsova, die es hier ein bisschen besser macht, die 3 Nachladepatronen gebraucht hat, aber ohne Strafrunde wegkommt. Das ist jetzt da tatsächlich ein herber Rückschlag, ein deftiger Dämpfer für die deutsche Staffel. Das geht gleich tüchtig weit nach hinten. Denn auch hier mit der 19, Mari Eder, Startläuferin für Finnland, am Ende ohne Strafrunde davongekommen. Und das ist Lisa Vitozzi, die ich vorhin gelobt habe für eine gute Sprintleistung hier, in der sie
fast zu alter Form zurückgefunden war. Schnelle Serie der Italienerin. Der letzte dann sehr weit tief. Ein Nachlader erledigt. Ganz anders bei Vanessa Hinz. Sehr unrund das Ganze. Wurde immer nervöser, hatte dann Probleme, die Patronen nachzuladen. Das muss manuell geschehen. Hat sie nicht sauber in den Lauf da ins Schloss eingeführt. Musste noch mal nacharbeiten. Das kostet Nerven, das kostet Zeit und Konzentration. Susan Dunkley hat sich vorgearbeitet auf Rang 5. Nur 13 Sekunden zurück hinter der führenden Italienerin. Hier haben wir die Chinesin Tang. Hat das gut gelöst mit nur einem einzigen Nachlader bei beiden Schießeinlagen. Wird jetzt überholt von der Schwedin Elvira Öberg. Sonnendahl dann zurückgefallen, die führende Norwegerin. Jetzt eine halbe Minute zurück. Und ich bin gespannt, wie groß der Rückstand jetzt gleich sein wird für Vanessa Hinz. 57 Sekunden waren es bei Verlassen des Schießstandes. Gut zu hören, auch am Geräusch, wie hart der Schnee ist, wie schnell die Strecke ist, kann man sich dann an zwei Fingern abzählen. Julia Simon knüpft genau da an, wo sie im Sprint aufgehört hat, als sie Dritte wurde. Im Weltcup in der Gesamtwertung Vierte. Und hinter ihr dann Lisa Vitozzi, die im letzten Jahr so stark war. Die mehrfach auf dem Podium war, die hier in Oberhof Sprint und Verfolgung gewonnen hatte. Vorgestern 20. Da lag es an einem schwachen Stehenschießen. Heute hat sie alles wettgemacht und hängt an den Fersen von Julia Simon. Hier ist Susan Dunkley, die übrigens erst mit 22 Jahren zum Biathlonsport gefunden hat. Da hatte sie schon ein komplettes Studium hinter sich. Als sie zum ersten Mal von diesem komischen Sport mit Laufen und Schießen gehört hat, das Dorothea Wierer. Julia Simon ganz stark, erst in ihrem zweiten Weltcup-Jahr. Präsentiert sich schon sehr zuverlässig, hat sich deutlich gesteigert beim Schießen. Und Janina Hettich muss gleich einen schweren Rucksack mit auf ihre erste Staffelrunde nehmen. Denn sie ist noch niemals in einer deutschen Nationalstaffel gelaufen. Und Lisa Vitozzi, die klebt hier dran wie eine Klette im letzten Jahr. Zwei Siege, zweite und dritte Plätze dazu. Und Rang 2 in der Weltcup-Gesamtwertung. In diesem Jahr ging überhaupt noch gar nichts. Hat mit einem 70. Platz angefangen in Östersund, sich dann ein bisschen gesteigert. Die nächsten, die Schweizerin Elisa Gasparin, wieder gut mit von der Partie. Mittlere der Gasparin-Schwester mit 28 Lenzen. Von Beruf übrigens Fitnesscoach, kann nicht schaden. Dahinter dann die Polin Olmisch Starega. So, es geht rauf zum ersten Wechsel. Julia Simon für Frankreich wechselt auf Anaïs Bescon. Klarer Körperkontakt, muss zu sehen sein, das wissen Sie, egal ob an der Schulter, am Arm oder am allerwertesten. Italien und die Schweiz nur unwesentlich zurück, dann Polen. Für die Schweiz jetzt die älteste und erfahrenste der Gasparin-Schwestern unterwegs, Selina Gasparin. Für die Vereinigten Staaten jetzt Claire Egan, die beiden stärksten dort auf den ersten beiden Positionen. Schweden mit Lynn Persson, einer sehr, sehr guten Schütze. Da erst kommt Norwegen, Synnøve Stollendal, die so stark begonnen hatte, jetzt fast 40 Sekunden zurück. Ingrid Landmark-Tandrevold ist dran und jetzt schauen wir gleich mal, wie groß der Rückstand sein wird für Janina Hettich. Da hinten kommt Vanessa Hinz. Hat nach dem Schießen nichts mehr verloren, das ist die gute Nachricht, aber 57 Sekunden, das ist schon eine ganze Menge. Rang 13 beim ersten Wechsel von insgesamt 23 gestarteten Staffeln.
Österreich mit der Nummer 11 da gerade durchs Bild gelaufen. Da war Dunja Stautz die Erste. Und Katharina Innerhofer ist jetzt unterwegs. Und Vanessa Hinz, komplett ausgepumpt, wird nicht zufrieden sein, hat gestrahlt über das ganze Gesicht nach ihrem 15. Platz im Sprint. Heute wieder einer der schwächeren Tage. Deutschland eine von sehr, sehr wenigen Nationen, die überhaupt eine Strafrunde kassiert hat hier auf Schleife 1. Außerdem noch die Ukraine. So, Dorothea Wierer führt das Feld jetzt an vor Anaïs Bescon und Selina Gasparin, die ein bisschen dichter herangekommen sind. Vor allen Dingen Gasparin hat 7 Sekunden zugelaufen. Nur noch 2,4 Sekunden der Rückstand. Dann die Polin Żuk und für die Vereinigten Staaten Claire Egan. Lynn Persson, alles keine großen Abstände hier, ist alles innerhalb eines Schießens aufzuholen. Deshalb auch sicherlich noch keine Nervosität im Team Norway. Ingrid Landmark-Tandrevold, die dritte der Weltcup-Gesamtwertung, sehr, sehr stark. Das die beste der finnischen Mannschaft, die hier gerade zur Überholmanöver ansetzt. Herzlichen Glückwunsch heute zum 37. Geburtstag Kaisa Mäkäräinen. So, wir schauen auf Janina Hettich. Zum ersten Mal in einer Staffel, zum ersten Mal hier in Oberhof, wo so einer Kulisse hat nach dem Sprint gesagt, es war der Wahnsinn, wie ich hier raufgetragen wurde auf den Bergsteig. Da muss man sich wirklich zusammennehmen. Ihr Freund ist hier, Eltern sind da, alle werden sie anfeuern, werden ihr die Daumen drücken am heutigen Tag. Dorothea Wierer. Hier im Sprint war sie Vierte. Hat schon 2 Erfolge in diesem Jahr gesammelt. Links wieder die Worte von Jörn Wollschläger, dem Deutschen, der seit vielen Jahren da die Schweizer Geschicke lenkt. Der Selina Gasparin hier ein paar Hinweise mit draufgegeben hat. Hier darf man das. 50 Meter vor und 50 Meter nach dem Schießstand darf dann keinerlei Hinweis mehr gegeben werden von Betreuern oder Trainern oder Funktionären. Jahre alt, Dorothea Wierer, schon 2008 zum ersten Mal Jugendweltmeisterin geworden. Damals in Ruppolding. Da startete sie eine fulminante Karriere, die im letzten Jahr ihren vorläufigen Höhepunkt gefunden hat. Und in diesem Jahr bei der Weltmeisterschaft daheim, da will sie noch mal ein kleines Tüpfchen draufsetzen. Federica Sanfilippo, die dritte der Italienerinnen, die muss allerdings noch ein bisschen warten, denn noch sind sie ja eine ganze Weile unterwegs. Anaïs Bescon jetzt vorbei an Dorothea Wierer, versucht es zumindest. Dahinter dann Selina Gaspar. Startnummer 2, die mit 35 Jahren älteste der Schwestern, die anderen 7 bzw. 10 Jahre jünger. Bis 2010 war Selina Gasparin die einzige Schweizerin überhaupt, die einzige Frau im internationalen Biathlonsport. Und dann schaffte sie auch was Historisches. 2013 in Österreich den ersten Sieg für die Schweiz überhaupt. Das war ein Sprintrennen damals. So interessant, dass Anaïs Bescon sich vorbeitraut an Dorothea Wierer. Denn läuferisch ist die Französin in diesem Jahr noch nicht so aufgefallen wie ihre Mannschaftskameradinnen Brazas, Aimonier oder Julia Simon. Manchmal möchte man Mäuschen sein im Hinterkopf der Athletinnen. Was geht da jetzt in ihnen vor? Eigentlich bläuen ihnen die Trainer ein. Hier muss das Denken irgendwie aussetzen. Nur auf sich selbst konzentrieren, nicht auf die Geräusche hören. Franck Badiou für die Franzosen am Glas. Eigentlich Männertrainer, aber da gibt es keine strikte Teilung. Schaut auch gern für Anaïs Bescon durch. Dann Dorothea Wierer, dann Selina Gasparin. Dann die zweite Polin.
Das ist Camilla Jocke. Wie wir es gewohnt sind, Schnellfeuer von Dorothea Wierer. Allerdings muss auch sie, Vivi Tozzi, einmal nachladen. Noch schneller war Selina Gasparin. Die beiden gehen jetzt nacheinander raus. Schweiz vor Italien und Anaïs Bescon hat sich vielleicht ein bisschen überhoben auf dieser ersten Runde mit ihren vielen Überholmanövern. Denn jetzt droht schon die Strafrunde, wenn sie nicht mit den letzten beiden Patronen die letzten beiden Scheiben trifft. Wir schauen nach oben und nach hinten. Mit einem Auge immer hinaus. Janina Hettich ist jetzt am Schießstand angekommen. Und Bescon muss jetzt treffen. So, gerade noch mal die Strafrunde verhindert. Und im Sommer war übrigens Gerald Hönig, der Schießbundestrainer, auch mal im Schwarzwald und hat auch mit Janina Hettich ein bisschen trainiert. Einmal nachladen muss die 23-jährige Schwarzwälderin. Das ging ruckzuck, das war gut. Und auch das ist gut. Darf jetzt los. Schweiz führt vor Italien. Dann hat sich Schweden nach vorn geschoben. Lynn Persson vorbei an der Französin Bescon. Die Vereinigten Staaten halten sich sehr gut. Tandre Wold konnte keinen Boden gut machen. Und wir schauen gleich mal, wo sich Janina Hettich einordnet. Auf Platz 11, 1:02. Das heißt, 5 Sekunden hat sie verloren. Und Vanessa Hinz steht jetzt bei Christian Dexner. Ja, und Vanessa hat vorgestern ja ihre Saison so ein bisschen mit einem Treppeweg verglichen. Also Treppe rauf, Treppe runter. Heute ging es erst ein paar Stufen rauf, aber dann einige auch wieder runter. Was ist passiert beim Stehenschießen? Ich kann es mir selber nicht erklären. Ich kann mir nur erklären, dass ich schnell vom Abzug weggegangen bin und da einfach zu hektisch war. Ich habe versucht, ruhig zu bleiben. Ich habe eigentlich um mich herum nicht viel mitgekriegt. Ich bin gerade selber nur ein bisschen ratlos, aber das Liegenschießen war gut, aber trotzdem die Runde stehen. Das ist einfach, ja, nicht einfacher für Janina dann. Sie haben eben auch, als Janina geschossen hat, immer gesagt, bleib ruhig, bleib ruhig. Als hier ja auch bei uns direkt neben uns die Zuschauer so laut wurden. Wie sehr, Sie haben das schon oft erlebt hier, aber wie sehr ist das auch für Sie dann doch noch immer wieder beim ersten Heimweltcup was anderes, wenn so der Fokus der Zuschauer auf einem liegt? Ich habe es doch schon öfter gemacht, also das war es jetzt nicht. Das ist eher pushen, das ist so ein Bergstieg und so. Das ist brutal schön, wie die Leute da in der letzten Runde auch hochpeitschen. Und von dem her, ja, war das für mich stehen keine Ausrede. Danke. Das ehrt sie. Wir sind zurück bei der Zweitältesten heute in der Staffel, bei Kaisa Mäkerainen, die allerdings noch kein bisschen Biathlon müde ist, noch kein bisschen langsam. Zeigt auch hier, dass sie vor Ingrid Landmark Tandre Wold läuft. Und die ist läuferisch eine der stärksten. Tschechische Staffel mit Lucy Charvatova auf der zweiten Position, Rang 8 momentan. Wir schauen auf Janina Hettich, die die Saison begonnen hat im IBU Cup. Dann total überrascht war, denn die Ergebnisse dort waren jetzt nicht ganz große Knaller, dass sie in den Weltcup berufen wurde. Und das ging dann alles ganz fix von Ridnau in Italien aus nach Hause, am nächsten Tag nach Le Grand Bonnon nach Frankreich. Kaum Zeit gehabt zum Grübeln, hat sie erzählt. Und dann dort Rang 23. Das war stark. Und hier, Stichwort stark, überzeugende Vorstellung von Selina Gasparin, die vorne wegläuft. Hinter ihr dann Dorothea Wierer. Und das ist die dritte, die jüngste der Gasparin-Schwestern, Aita Gasparin. Wenn es die drei Schwestern nicht gäbe, dann gäbe es auch keine Schweizer Staffel. Und die beiden, beziehungsweise die drei, haben schon hervorragende Leistungen abgeliefert in diesem Jahr. Die Schweiz einmal auf Rang 2 und einmal auf Rang 3. Unglaublich, wie die sich etabliert haben. Hier haben wir das Duell Kaisa Mäkerainen gegen Ingrid Landmark Tandre Wold. Die Norwegerin hier mit einer kleinen Formdelle, würde ich mal sagen, die sehr stark begonnen hat das Jahr. Mit einem zweiten Platz im Sprint in Hochfilzen, mit einem zweiten Platz in Le Grand Bonnon. Und hier das Duell vorn. Dorothea Wierer versucht jetzt ihrerseits nach vorn zu gehen, um das Tempo zu bestimmen. Auch wichtig, wenn man sich dem Schießen nähert, seinen eigenen Rhythmus zu laufen. 6 Jahre jünger, die Italienerin, als ihre Schweizer Kontrahentin hier.
Und bei den Weltmeisterschaften im letzten Jahr feierte sie ganz große Triumphe. Gold im Massenstart. Und hier die nächsten. Anaïs Bescon. Hat schon deutlich Boden verloren jetzt. Und bei uns im Ersten können Sie heute nicht nur beim Biathlonsport dabei sein, sondern wir haben viel, viel mehr zu bieten. Zweier Bob, zweiter Lauf der Damen, nordische Kombination, Ski Alpin und dann natürlich die Staffel der Männer. Ich gehe fest davon aus, dass der Fernsehen bei Ihnen nicht ausgeschaltet wird. Das Gerät läuft und nicht nur läuft, sondern Sie auch davor sitzen. Das ist die nächste Französin, die gleich an der Reihe sein wird. Celia Aymonier, starke Läuferin, eher schwächere Schützin. Das ist Sandra Flunger, die Österreicherin, die seit Saisonbeginn das Heft des Handels am Schießstand für Schweizer Farben in ihrer Hand hat. Hat da einen richtig guten Job gemacht in Zusammenarbeit mit Jörn Wollschläger. Jetzt schauen wir mal, wie die beiden exquisiten Schützinnen es jetzt nebeneinander richten. Vorne Dorothea Wierer, hinten Selina Gaspari. Die beiden schenken sich nichts. Wierer noch einen Ticken schneller, vorgestern im Sprint. 20 Sekunden. Oha, hat hier vielleicht einen Gang zu hoch geschaltet, muss zweimal nachladen. Selina Gasparin lässt sich Zeit, trifft dafür alles. Ganz stark, die zweimalige Mama ist noch stärker zurückgekehrt in den Biathlon-Weltcup, als wir sie kannten. Und Dorothea Wierer, ganz im Gegensatz dazu, wie wir sie kennen, muss in die Strafrunde. Zweimal. Wahnsinn, wer hätte das gedacht? Wierer muss abbiegen, 300 Strafmeter für die Superschützin, kann auch Klaus Heurügel kaum fassen. Und Anaïs Bescon macht es jetzt wieder besser, zurück auf Platz 2 Frankreich. Claire Egan für die USA hier vorne und Kaiser Mäckereinen hat blitzschnell geschossen, ist unterwegs. Jetzt auch Lynn Persson fertig, die starke Schwedin. Und jetzt auch Claire Egan. Ingrid Landmark-Tandevold schießt noch und Janina Hettich hat gerade begonnen. Wieder ein Nachlader. Vielleicht kommt sie wieder mit nur einem durch, dann wäre das wirklich sehr, sehr gut. Gesagt, getan. Sehr stark die 23-Jährige. Macht einen guten Job hier bei ihrem Einstand, was deutsche Weltcup-Staffeln oder überhaupt Nationalmannschaftsstaffeln anbelangt. Verliert ein bisschen an Zeit auf die Führenden. Jetzt sind es 1 Minute und 7 Sekunden. Wir erinnern uns, beim Wechsel waren es 57 Sekunden, also insgesamt 10 Sekunden nur verloren. Das ist völlig in Ordnung. Das ist eine richtig gute Vorstellung von Janina Hettich. Und das hier war exquisit, mit Absetzen nach dem dritten Schuss bei Selina Gasparin. Mit nochmal runterkühlen, mit Auge beruhigen, Anschlag neu fixieren und dann noch zwei Treffer gesetzt. Das war Weltklasse. Rechts, das war die junge Schwester Aita, die ist gleich an der Reihe. Schlussläuferin dann. Eine ebenfalls sehr, sehr starke für die Schweiz, Lena Hecki. Also das ist eine tolle Staffel, die sich total gemausert hat im Verlauf dieses Winters. Zwei Töchter schauen zu Hause am Fernsehschirm zu, wenn Mama Biathlon macht. Tochter Laila im Februar 2015 geboren und Tochter Kiana erst im Oktober 2018. Das hier Kaiser Mäckereinen, die von Jahr zu Jahr überlegt, ob sie noch mal ein Jahr dranhängt. Ist eine Spätstarterin, die erst 2003 mit Biathlon begonnen hat. Anders Kohl und hier Maren Hammerschmidt, die versucht sich warm zu halten, die gleich die dritte sein wird für Deutschland. In Le Grand Bonnon zum ersten Mal im Weltcup eingesetzt. Dort war sie enttäuscht von sich selbst. Heute bekommt sie das Vertrauen und die Chance der Trainer.
Zu Hause im Oberengadin, die Gasparin-Schwestern im Kanton Graubünden. In einem kleinen Örtchen mit nur 700 Einwohnern. Aber da ist eine schlagkräftige Biathlon-Staffel geboren worden. Das kann man mal laut sagen. Ihr größter Erfolg übrigens die Silbermedaille 2014 in Sotschi über 15 Kilometer. Das war ein absoluter Paukenschlag. Da ist sie reingerauscht in die Weltspitze in diesem Jahr, als ihr auch der Sprintsieg in Hochfilzen gelang. Unglaublich, was sie an Kapiteln geschrieben hat fürs Schweizer Geschichtsbuch der Biathleten. So, da ist die Jüngste, 10 Jahre jünger als Selina Eiter-Gasparin. Also nochmal zur Erinnerung, bei den ersten beiden Staffeln in Östersund, da waren die Schweizerinnen Zweite. Und beim zweiten Auftritt in Hochfilzen, da waren sie Dritte. Fehlt noch ein Platz auf dem Treppchen. Und den haben sie momentan aber sehr, sehr deutlich inne. Ein kleines Schweizer Wintermärchen könnte sich heute wegbahnen. Und das hier finde ich überragend, wie Kaisa Mäkeräinen sich nach vorn gekämpft hat. Die finnische Staffel deutlich zurück gewesen beim Wechsel. Auf Platz 11, knapp vor Deutschland. Und jetzt, da kann man mal sehen, was möglich ist, auf Platz 2 Kaisa Mäkeräinen. Aber erst einmal Ehre, wem Ehre gebührt. Die drei Gasparin-Schwestern sind unterwegs. Zwei haben ihr Tagewerk vollbracht und die dritte geht jetzt in die Spur. So, und da hinten kommt sie, die große alte Dame des Biathlonsports. Ich glaube, niemand ist böse, wenn man sie so nennt. Kaisa Mäkeräinen mit einem Auftritt der Extraklasse am heutigen Tag von 11 auf 2. Jetzt allerdings sind die stärksten beiden Finninnen im Ziel, beziehungsweise im Wechselraum. Jetzt kommt Suvi Minkinen und dann Jenny Fellmann, beides ganz neue Gesichter im Biathlon, unerfahren. Schauen wir mal, wie sie sich schlagen. Frankreich unterwegs und auch Schweden, beide Nationen dicht beieinander. Celia Aimonier für Frankreich und Mona Bronson für Schweden. Die Amerikanerinnen immer noch gut dabei nach Dunkley und Claire Egan auf Platz 5. Noch vor Norwegen, die Norwegerinnen eine Minute Rückstand. Also, da konnte auch Ingrid Landmark-Tandrevold nicht viel bewirken. Und jetzt kommt Janina Hettich, Anerkennung, Gratulation zu einer sehr couragierten Vorstellung, muss ich schon sagen. Wie ist der genaue Rückstand? 1,20. Na gut, auf der letzten Runde hat sie noch mal 10, 12 Sekunden verloren. Aber insgesamt ist das wirklich in Ordnung für den ersten Auftritt. Maren Hammerschmidt unterwegs auf Platz 9. Ups, Stolperwechsel da bei Polen. Juck am Ende noch aus dem Tritt geraten und Kinga Spülut ist unterwegs. Das sehen wir uns noch mal an. Körperkontakt, ja, an einer tiefen Stelle und dann aufgelaufen. Nichts passiert, keine Verletzung, Waffe heil geblieben. Das ist übrigens immer der erste Blick der Athletinnen, ob die Waffe auch ganz geblieben ist. Stichwort Armpfeifer. So, die dritten Läuferinnen sind unterwegs. Zeit für uns, ganz kurz durchzupusten. Halbe Minute, dann sind wir wieder hier. Das Mustering Medienmöbel Q-Media und vor der Estisch-Gruppe Livio, Herr Dumont. Unser Kleiderschrank San Diego mit dem ausgezeichneten Boxspringbett Evolution Select und Herrn Dumont. Ich bin ja gerne Mustering-Markenbotschafter, aber jetzt übertreiben Sie echt. Wenn's zu Hause am schönsten ist, ist es Mustering. Zurück bei Janina Hettich, die ihre 6 Kilometer absolviert hat. Äußerlich, hat sie uns erzählt, sehe ich immer ganz cool aus, aber innerlich, da brodelt es ganz schön. Aber dafür hat sie es hier heute gut gewuppt, muss man schon sagen. Hier mit der 1. Marte Olsby-Reuseland, eine der laufstärksten momentan aus Norwegen, muss ein bisschen was gut machen. Rückstand beim Wechsel 57 Sekunden. Zwei davon hat sie getippt.
So, und da haben wir jetzt auch Maren Hammerschmidt, die 30-Jährige, die genauso wie Janina Hettich in dieser Saison im IBU Cup begonnen hat. Aber ihre Leidensgeschichte begann ja schon in Pyeongchang bei Olympia. Da hat sie sich schwer verletzt, nicht etwa bei einem Wettbewerb, sondern als sie umgeknickt ist, bei einem Besuch des Deutschen Hauses, sich alle Bänder im Sprunggelenk gerissen hat, operiert werden musste, ein ganzes Jahr ausfallen lassen musste und erst vor dieser Saison so richtig wieder eingestiegen ist. So, das ist Aita Gasparin, die jüngste der drei, wie mehrfach angemerkt. Und das ist Sandra Flunger, die in diesem Jahr so viel Fernsehzeit bekommt wie noch nie. Im letzten Jahr noch im österreichischen Team unter Vertrag. Jetzt also bei den Schweizerinnen. Sie übrigens hier, die jüngste der Schwestern, 2018 in Oslo für 4 Jahre ins Athletenkomitee gewählt worden. Mit 105 Stimmen. Genießt eine sehr hohe Wertschätzung unter den Biathletinnen. Gemeinsam mit Claire Egan sind sie die beiden Frauen im vierköpfigen Athletenkomitee. Hat zu ihrer Firmung übrigens ein Gewehr von ihren beiden Schwestern bekommen, weil sie nicht ganz überzeugt war, ob sie auch Biathletin werden wollte. Um ihr die Entscheidung zu erleichtern, also haben die Schwestern ihr ein Gewehr geschenkt. Turnen oder Leichtathletik hieß vorher die Alternative, am Ende wurde es Biathlon. Komplett ungewohnte Situation für sie, ganz allein vorneweg, eigenes Rennen machen, sich nicht kirre machen lassen von den Zwischenzeiten oder von den eventuellen anderen Laufzeiten. Macht das bis hierher ganz ruhig. Aita Gasparin, die anderen sind weit weg. Beim Wechsel waren das 27 Sekunden für Finnland. Aber da ist hier vorne eine sehr unerfahrene unterwegs. Suvi Minkinen, die noch niemals zuvor eine finnische Staffel gelaufen ist, die überhaupt in diesem Jahr erstmals reinschnuppern darf in den Weltcup. Dann kommen die weitaus erfahrenen und stärkeren. Silja Aimonier für Frankreich. Und für Schweden die starke Schützin Mona Brosson. So, knappe 9 Sekunden hat sie aufgeholt. Marte Olsby-Reuseland darf sich natürlich auch nicht übernehmen, um genügend Ruhe und Power fürs Schießen zu haben. Dahinter mit der 11 Christina Rieder für Österreich. Die sind deutlich, deutlich rangekommen, die Österreicherinnen. Stark. Italien dagegen zurückgefallen. Schön links, rechts drücken. Bleibt bei dir. Super. Auf geht's. Und, auf. Und wieder oben drüber. Und auf geht's. Schade. Komm, auf geht's. Und auf. Sauber schießen. Sehr gute erste Laufrunde für Maren Hammerschmidt. Hat sogar 2 Sekunden gut gemacht. Auf sie hier, auf Aita Gasparin. Fast wie ein Schweizer Uhrwerk, fast wie eine echte Gasparin. Einmal nachladen muss Aita. Ja, ruckzuck vorbei, bevor die anderen angefangen haben, ist die Schweizerin schon wieder unterwegs. Also, kleine Sensation am Horizont, aber auch nur eine kleine angesichts der Vorleistungen der Schweizer Staffel. Hier vorne, Suvi Minkinen. Die unerfahrene Finnin dahinter. Celia Aimonier für Frankreich, auch mit dem Fehler, genauso wie Brosson. Jetzt die Chance für Marte Olsby-Reuseland. Hier die Schwedin Brosson. Relativ schwach ihr Auftritt vorgestern im Sprint hier. Und Marte Olsby-Reuseland vorbei an allen anderen hier vorn. 3 in einem Rutsch überholt. Schweden, Frankreich und Finnland. Maren Hammerschmidt. Das Liegenschießen, eigentlich ihre große Stärke, hat sie auch gut bewältigt hier mit einem schnellen Nachlader. Jetzt erst die Finnin Suvi Minkinen fertig und muss dennoch in die Strafrunde. Maren Hammerschmidt unterwegs, macht auch Boden gut. Die Italienerin Sanfilippo auf Rang 6. Angesichts der Tatsache, dass
Form, die beiden, wie Trotzi und Wierer lange geführt haben. Ja, und dann diese Aussetzer von Dorothea Wierer. Zwei Strafrunden gab es wahrscheinlich noch nie bei ihr. Maren Hammerschmidt jetzt vor auf 7. Gewechselt hat sie als 9. Und sie hat jetzt wieder 12 Sekunden gut gemacht. Also sehr starkes Zwischenergebnis für die junge Dame, die seit 2010 in Ruppolding lebt und trainiert. Aber Form unbeeindruckt von allen anderen. Aita Gasparin für die Schweiz. Hat ihren Vorsprung sogar noch ausgebaut. Jetzt eben nicht auf Finnland, sondern jetzt auf Norwegen. Und das sind jetzt 39,5 Sekunden. Das ist der helle Wahnsinn. Und zweitplatziert jetzt Marte Olsby-Reuseland für Norwegen. Dann Frankreich, dann Schweden. Alles dicht beieinander. Auch Österreich dicht dahinter. Hält sich wirklich ausgezeichnet. Größte Überraschung für mich hier heute. Starke Vorstellung der Österreicherinnen bis zu diesem Zeitpunkt. Christina Rieder ist da unterwegs mit Start Nummer 11. Hier haben wir sie groß im Bild. Gerade überholt worden jetzt von der Italienerin Federica Sanfilippo. Da läuft auf Schluss Michela Carrara, eine gänzlich unerfahrene. Also entweder hohes Risiko der Trainer oder von vornherein gewusst, die Chancen stehen nicht richtig gut heute in dieser Staffel. Marte Olsby-Reuseland mit einem fantastischen Auftritt hier vorgestern als Sprintsiegerin hat gesagt, das war norwegisches Wetter, das war mein Wetter. Da war es neblig wie verrückt. Heute beste Sicht am Rennsteig. Endlich hat die Sonne es geschafft durch die Wolken hier. Beste Bedingungen auch auf der Strecke von den vergangenen Tagen. Kaum Steine hier noch zu sehen oder Zweige, wie es in den letzten Tagen zwangsläufig der Fall sein musste. Marte Olsby-Reuseland hier vorne also hat gesagt, das war mein Wetter, da musste ich mich gar nicht groß umstellen. Die Norwegerin hat ja den letzten Weltcup vor Weihnachten ausgelassen in Le Grand Bornand, wurde von vielen hier gefragt, warum eigentlich, angesichts der Tatsache, dass sie gar nicht krank war. Hat uns dann erzählt, dass sie im letzten Jahr zum Ende der Saison sehr, sehr müde war und das in diesem Jahr anders handhaben möchte, denn auch die Weltmeisterschaft ist natürlich für sie wie für alle anderen der Höhepunkt. Und sie will ein bisschen haushalten mit ihren Kräften. Beeindruckend, wie sie sich auch gesteigert hat, läuferisch in den letzten beiden Jahren. Aita Gasparin hat hier vorgestern einen kleinen Rückschlag hinnehmen müssen. Mit Sprintrang 67. Da hat sie sich im Liegendanschlag 4 Fehler geleistet. Und damit war alles vorbei. Stehend dann mit 0 Fehlern durchgekommen. Heute hat sie also diese Klippe liegend Anschlag bravourös gemeistert. In der 1-1er-Technik sehr kraftraubend hier Marte Olsby-Reuseland. Jetzt hat sie umgestellt. Hinter ihr Celia Aimonier, eine der stärksten Läuferinnen im Feld. Dahinter Mona Bronson, eher bessere Schütze. Hinter dann Sanfilippo und Rieder, Italien und Österreich. Da hinten dann kommt schon Maren Hammerschmidt, die das wirklich gut gemacht hat, im IBU-Cup losgelegt hat in dieser Saison mit einem 3., einem 4., einem 5. Platz. Das war ganz gut. Und dann bekam sie für Le Grand Bonhomme, genauso wie Janina Hettich, den Anruf der Bundestrainer. Links, rechts, Merkel, Abdruck, gut. Ja, und 10 genau das Zeichen wie im Sprint. Optimal, gell? Und kurz so. Auf, genau. Wichtig oben drüber. Und drückt schon aus den Beinen. Und. Genauso wie im Sprint. Da hat sie gut geschossen mit nur einem Fehler. Aber schauen wir nach vorn. Aita Gasparin ist schon da. Stehen schießen. Ihre Stärke.
11,5 cm Scheibendurchmesser. 3,5 Kilogramm muss so eine Waffe übrigens wiegen. Darf gern mehr, bei einigen geht's bis an die 4 Kilogramm an. Ja, den letzten hat sie aber ordentlich daneben gezittert. Jetzt muss sie nachladen. Alter Gasparin, und jetzt droht sogar ihr hier ein Nachsitzen. Marte Olsby-Reuseland will die Chance beim Schopfe packen. Ein bisschen mehr Wind jetzt drin als vorhin. Und Aimonier, die eher schwächste Schützin hier der vier Führenden, als erste fertig. Dann Bronson für Schweden. Und Alter Gasparin droht jetzt die Strafrunde. Eine hat sie schon und die zweite könnte noch folgen. Reuseland weg. Eine Strafrunde jetzt für die Schweiz, damit fallen sie zurück. Die gute Ausgangsposition ist futsch. Wir schauen auf Maren Hammerschmidt. Muss jetzt auch zweimal nachladen, aber auch Sanfilippo hat es schon erwischt. Jetzt schwierigere Bedingungen beim Schießen. Aber es geht auch ohne. Von Mona Bronson. Jetzt muss sie mit der letzten Patrone treffen. Gasparin jetzt raus aus der Runde mit Rang 5. Und da geht Maren Hammerschmidt jetzt gleich hinterher. Die Italienerin musste auch in die Runde. Also die hat jetzt Maren Hammerschmidt überholt. Auf Rang 7, die Ukraine jetzt aufgerückt. Alter Gasparin von 1 auf 5 zurückgefallen. Federica Sanfilippo muss kreiseln. Kommt jetzt raus als 8. Übrigens wird hier gerade die offizielle Zuschauerzahl reingereicht. 22.750 Zuschauer heute am Rennsteig hier. Bei besten Bedingungen und einer deutschen Staffel, die sich ganz okay schlägt. Die Strafrunde von Vanessa Hinz. Die hat die deutschen Damen zurückgeworfen. Aber Janina Hettich und Maren Hammerschmidt machen ihre Sache sehr gut. Rang 7 momentan. Es führt Frankreich dank der guten Schießleistung von ihr hier, Celia Aimonier. Und Aita Gasparin, die kam mit einem riesigen Vorsprung von fast 40 Sekunden zum Stehenschießen und lief raus mit einem Rückstand von über 40 Sekunden. Also von 1 auf 5 zurückgefallen. Maren Hammerschmidt hat als 9. übernommen, ist jetzt auf Rang 7. Und Janina Hettich, die vor ihr dran war, die hat das Ganze richtig gut gemacht und steht jetzt bei Christian Dexen. Tja, Janina hat jeweils einen Nachlader gebraucht im Liegend- und Stehend-Anschlag. Wie fällt das Fazit des Shuffle-Renns hier in Oberhof aus? Ja, das war ganz gut. Wenn mir jemand heute Morgen gesagt hätte, ich komme mit 06, 06 durch, hätte ich das auf jeden Fall unterschrieben. Gestern Mittag nach dem Training haben Sie erfahren, dass Sie laufen werden. Wie war Ihre Reaktion? Ich habe mich mega gefreut, aber ich war natürlich seitdem total nervös. War dann ganz froh, dass ich gut schlafen konnte. Und als wir dann im Stadion sind, habe ich mich einfach nur noch gefreut. Wir haben vorhin beobachtet, da hat Ihnen der Physiotherapeut beim Warmlaufen so eine Art Glücksbringer überreicht. Was genau war das und was hat es damit auf sich? Wir haben es hier im Bild auch. Das war unser Vertreter von Fischer, der hat uns allen ein Neujahrsglücksschwein überreicht, aber hat heute offensichtlich geholfen. Wie war denn das Erlebnis, mal unabhängig vom Ergebnis? Es ist ja dann doch noch mehr Fokus auf einem, wenn man schießt bei so einer Staffel. Wie haben Sie das erlebt? Ja, total. Schon beim Einlaufen war es mega laut am Bergstieg, aber es hat total Spaß gemacht, da wird man richtig getragen. Am Ende taten dann die Beine natürlich schon ganz schön weh, aber wenn es bei so einem Lärm zu laufen, echt krass. Dankeschön. So, Marte Olsby-Reuseland hat kurzzeitig die Chance gehabt, in Führung zu gehen. Dann allerdings musste sie doch nachladen. Jetzt 13,7 Sekunden zurück hinter der führenden Französin Celia Aimonier. Und Schlussläuferin für Frankreich gleich, Justine Bressas. So, die Schwedin, die hatten wir als gute Schützin avisiert. Die war da auch als einzige ohne Nachlader durchgekommen von den Führenden. Mona Bronson auf Rang 2. Dahinter jetzt schon wieder Marte Olsby-Reuseland, viertschnellste in der Spur vorgestern im Sprint. Da hatte ja Denise Herrmann die beste Laufzeit und das wird Deutschlands Nummer 4 am heutigen Tag.
Tiril Eckhoff haben wir da gerade gesehen, die Schlussläuferin Norwegens. Das hier ist Silja Almonier mit einem sehr starken Auftritt auf ihrer 6-Kilometer-Steife. So ganz, ganz viel Live-Sport heute im Ersten, aber vieles auch parallel. Deswegen schauen Sie auch noch mal rein auf die Livestreams auf sportschau.de. Rodeln zum Beispiel, der erste Lauf der Herren jetzt, Snowboard, Ski Alpin, Langlauf. Breite Palette, für jeden was dabei. Am besten parallel Livestream und das erste schauen. So, Überholmanöver jetzt von Marte Olsby-Reuseland vorbei an Silja Almonier. Donnerwetter, die Norwegerin mit einer fantastischen Schlussrunde. Ähnlich stark wie im Sprintrennen, als sie hier vorgestern die allerbeste war. Im Moment im Weltcup auf Rang 12. Und das wollte sie sich nicht nehmen lassen, hier als erste zu übergeben. Die Chance beim Schießen noch verpasst auf der letzten Runde dann. Wahrgenommen, Tiril Eckhoff geht als Erste raus vor Justine Bresas, Norwegen vor Frankreich. Dann dicht dahinter die Schwedinnen, wieder mit einer vorzüglichen Staffelleistung. Letzte, die stärkste, Hanna Öberg. Dann kommen die Nächsten. Österreich und die Schweiz waren das nach dem Schießen. Also Kompliment an Christina Rieder, die macht hier eine richtig gute Runde auf ihren 6 Kilometern. Sehr stark gewesen. Österreich hat viele Plätze gut gemacht. Von 7 auf 4 nach vorn Christina Rieder. So, und dann Lena Hecki, die Schweizerin. Es sah bis eben noch so fantastisch aus. Immer noch ganz gut, aber nicht mehr Rang 1, sondern jetzt Rang 5. Und dicht dahinter schon Maren Hammerschmidt, die jetzt übergibt an Denise Herrmann. Guter Job für Maren. Rang 6, damit hat sie 3 Plätze gut gemacht und 20 Sekunden aufgeholt. Also dazu kann man ihr nur gratulieren. Und Denise Herrmann, die stärkste der Deutschen, ist unterwegs. Jetzt die letzte der Italienerinnen, Michele Carrara. Da bin ich gespannt, ob da noch was geht für Italien. Im Moment Rang 8. Aber Hut ab, Kompliment, Maren Hammerschmidt hat das Vertrauen zurückgegeben, das die Trainer in sie gesetzt haben. Die Entscheidung fiel ja auch zwischen ihr und Franziska Hildebrandt. Also Maren Hammerschmidt, eine erfahrene deutsche Staffelläuferin, ja auch Weltmeisterin 2017 geworden. Aber danach, wie gesagt, mit der langen, langen Verletzungspause, mit einem Neuanfang im EU-Cup, das war stark. Super auch, dass es noch so spannend ist, dass so viele beieinander sind. Norwegen, Frankreich, Schweden, Österreich, Schweiz und Deutschland nicht weit zurück. Also Tiril Eckhoff, hier vorne natürlich die Laufstärkste. Reiste mit 4 aufeinanderfolgenden Siegen hier an. Den ersten davon noch in Hofilzen, dann 3 in Le Grand Bornand. Hier musste sie einen kleinen Schlag in die Magengegend hinnehmen. Das war nicht ganz so gut am Schießstand. Mal wieder 2 Fehler geschossen, aber in der Spur unglaublich. Tiril Eckhoff, dass sie am Ende immer noch 5. wurde im Sprint. Also sie ganz stark, Chancen für Norwegen top, am Ende ganz oben zu stehen. Bresas gut in der Saison. Nicht ganz so gut vorgestern. Aber auch sie stark. Hanna Öberg durchwachsen in dieser Saison. Mal hopp, mal top. Aber Denise Herrmann, die mit einem Rückstand von 1 Minute in die Spur gegangen ist, der traue ich noch vieles zu. Vor allen Dingen Österreich und die Schweiz vielleicht noch zu holen, die ja nur 20 Sekunden vor ihr raus sind. Hier vorne müsste schon eine patzen, wenn sie da noch rankommen wollte. Denn das ist eine Menge Holz, diese Minute Rückstand auf die frühere Mittrocker. Aber wie so oft haben Staffeln schon gezeigt, Unmögliches wird wahr. Warum soll nicht auch Denise Herrmann heute ein bisschen zaubern und hier vorn die ein oder andere vielleicht auch schwächen? Patrick Oberecker, der italienische Coach der norwegischen Frauen. Nachfolger von Stian Eckhoff, vom Bruder von Tiril. Hat ihr, glaube ich, gut getan, der Trainerwechsel.
Unter dem Neuen ist sie noch mal richtig aufgeblüht in dieser Saison mit einer wirklich sehr, sehr konstanten Leistung. Im Gesamtweltcup ist die Zweite hinter Dorothea Wierer. Dahinter Justine Bresas und hier Denise Herrmann. Jetzt schon vorbei an Österreich und der Schweiz. So schnell. Kaum für möglich gehalten beim Wechsel, als sie auf die Österreicherin fast 20 Sekunden Rückstand hatte. Kiri Eckhoff, erfahrene Staffelläuferin, wurde 2016 vor heimischem Publikum nicht nur Sprintweltmeisterin, da wo sie mit Biathlon begann, sondern auch Staffelweltmeisterin mit Norwegen. Justine Bresas, man hat den Eindruck, sie ist schon seit Jahrhunderten in der Weltspitze, aber immer noch erst ganze 23 Jahre jung, die Französin hier an zweiter Stelle. Und dahinter die schwedische Überfliegerin Hanna Öberg. Wir erinnern uns noch gut an ihre Vorstellungen in Pyeongchang bei Olympia. Da holte sie Gold über 15 Kilometer und die schwedische Staffel holte überraschend Silber. Also drei unter sich, die es können, die absolute Weltklasse verkörpern. Wird gleich ein mega spannendes erstes Schießen. Denise Herrmann, jetzt auch an Lena Hecki vorbei. Auf geht's! Schön drücken, lauf dein Rennen, einwandfrei. Hast du 10 Sekunden gut gemacht, einwandfrei. Bleib fokussiert, Olaf! Hin oben drüber gehen, jawohl! Ja, Christian Mehringer als Motivator hat nochmal 4 Sekunden drauf geschummelt. 6 Sekunden hat sie aufgeholt. Mit Lena Hecki zusammen hier unterwegs, die auch sehr laufstark ist. Patrick Oberecker nochmal mit dem Blick durchs Glas. Die Führende geht auf die erste Bahn, das ist Norwegen. Schauen Sie mal, die Ski dicht beieinander da, weil Tiril Eckhoff sehr weit links auf der Matte liegt. Berühren sich da die Ski von Bresas und Eckhoff. Hoffentlich stört das nicht. Leichter Wind von links nach rechts, der reinbläst ins Stadion. Ja, Bresas wäre beinahe fehlerfrei durchgekommen. Jetzt müssen sie alle nachladen. Als erste fertig Hanna Öberg, fast parallel Tiril Eckhoff. Justine Bresas nur unwesentlich dahinter, also die drei sind weg. Und Denise Herrmann ist schon da mit einer fehlerfreien Einlage, die sie uns hier beim Sprint gezeigt hat. Ist alles noch drin. Parallele Fehler, jetzt korrigiert sie ein bisschen auf den stärker werdenden Wind von links. Reagierend. Lena Hecki durch mit dem Schießen, hat auch einmal nachladen müssen. Denise Herrmann jetzt mit der Nachladepatrone, die sind klitzeklein. Nicht viel länger als 2 Zentimeter. Dreht wieder zurück. Weiß gar nicht warum, denn sie hat doch getroffen nach der Korrektur. Da sind immer noch diese Unsicherheiten, denn sie ist ja immer noch eine Lernende beim Schießen. Das erzählt sie auch immer wieder. Erst spät dazugekommen und hinten die Ukraine durch mit dem Schießen. Jetzt Denise Herrmann auch. Die Österreicherin mit großen Problemen, genau wie Denise Herrmann. Das ist Tamara Steiner, ganz neue, unerfahrene im Team von Rico Groß. So, Hecki jetzt wieder vorbei an Denise Herrmann und auch Pietruzhna, die Schlussläuferin der Ukraine. Denise Herrmann jetzt Sechste. Und Tiril Eckhoff ganz knapp vor Hanna Öberg und Justine Bresas. Also alles wie gehabt auf der letzten Runde. Die drei in trauter Einheit. Maren Hammerschmidt bei Christian Dexne bitte zum Interview.
Ja, Maren Hammerschmidt, Sie haben uns zittern lassen beim Stehenschießen. Wie schwer war es denn dann, die fünfte Scheibe noch zum Fallen zu bringen? Ja, also ich habe selber auch gezittert und ja, also wie man so sagt, mir ist heute ein bisschen stehend die Düse gegangen. Das ist mir Donnerstag wie von allein von der Hand gegangen und das konnte ich heute nicht ganz rüberbringen. Da ist dann Staffel und der Druck mit den Mädels schon etwas anderes. Aber ich war so froh, als die letzte Scheibe gefallen ist. Ich habe gesagt, nur noch hier weg. Dafür sah es auf der Strecke deutlich besser aus als vorgestern, zumindest von außen. Wie war der Eindruck für Sie selbst? Ja, also bei mir war es der gleiche Eindruck. Vom ersten Meter konnte ich mal agieren und musste nicht immer passiv schauen, dass ich irgendwo mitkomme. Das war heute was ganz anderes. Ich habe mich viel kräftiger und einfach auch explosiver gefühlt. Und das zähle ich jetzt für mich heute so am meisten, weil ja, ich war am Donnerstag echt entsetzt, dass es so langsam gewesen ist. Und da war ich heute froh. Und jetzt habe ich Sie beobachtet, gerade mit Mona Bronson ein bisschen geredet nach dem Ziel, mit den anderen Athletinnen. Wie schön ist es denn auch wieder im Weltcup sozusagen dabei zu sein? Wie sehr erleben und genießen Sie das? Ja, also das genieße ich extrem. Das habe ich in Frankreich schon genossen, wenn auch die anderen ausländischen Mädels quasi sagen, es ist schön, dass du wieder da bist. Mit der Mona habe ich jetzt ja ein Kaffee-Date für nächste Woche ausgemacht, dass wir uns einfach mal nebenher unterhalten können. Das gibt mir schon persönlich echt viel, wieder dabei zu sein. Dankeschön. Wir freuen uns auch, dass sie wieder zurück ist, Maren Hammerschmidt, und sind zurück auf der Strecke bei Michela Carrara, der jungen, unerfahrenen Italienerin, die, wie erwartet, jetzt keinen Boden mehr gut machen konnte. Die Italienerinnen hatten als Achte gewechselt. Sie ist jetzt Siebte, hat aber weitere 15 Sekunden verloren. Und er schaut ganz genau hin. Seine Tiril Eckhoff momentan an der Spitze des Feldes. Es ist wie in Runde 1, die anderen hängen sich ein bisschen dahinter. Tiril Eckhoff, die Laufstärkste, das wissen Sie, darf ihr Tempo machen, darf nach Belieben forcieren oder ein bisschen runtergehen vom Gas. Die anderen bleiben schön dahinter. Versucht Justine Brazasta ein bisschen Druck zu machen, ein bisschen Tempo aufzunehmen, mal ihrerseits die Führung zu übernehmen. Ist ja auch eine sehr starke Läuferin und auch eine, die sehr erfahren ist in französischen Staffeln. Schon 2015 und 2016 jeweils Silber bei den Weltmeisterschaften geholt. Ein Jahr später nochmal Bronze. Auch bei Olympia gab es eine Staffelmedaille für Frankreich. Also französische Staffeln eigentlich gar nicht mehr wegzudenken von Siegerpodesten und Staffelrennen. Möchte unbedingt jetzt nach vorn vor dem letzten und entscheidenden, vielleicht entscheidenden Schießen. Brazas Frankreich, Eckhoff Norwegen, Öberg Schweden. Ganz stark die drei. Beste im Sprint vorgestern, Tiril Eckhoff mit Rang 5. Justine Brazas hat sich da ein paar Fehler zu viel geleistet. War in diesem Jahr aber schon richtig gut als Auftaktsiegerin über 15 Kilometer in Östersund. Da hat sie gezeigt, wie exzellent sie schießen kann. Und das wird jetzt kribbelig. Johan Hockström, der Coach der schwedischen Nationalmannschaft. Patrick Favre, der Italiener in Diensten Frankreichs. Frankreich auf die 1. Tiril Eckhoff auf der 2 und Hanna Öberg auf der 3. Jetzt gilt's, die letzte Staffelserie der Frauen für die führenden 3. Mit der zweiten Nachladepatrone. Tiril Eckhoff wäre fast durchgekommen, hat dann längst gebraucht bis zum ersten Schuss. Brazas mit großen Problemen, jetzt auch Hanna Öberg und Norwegen ist weg. Tiril Eckhoff als Letzte begonnen mit dem Schießen, als Erste weg, dann Hanna Öberg für die Schwedinnen. Das könnte Rang 2 werden. Und Justine Brazas, die hat jetzt noch eine Patrone für eine Scheibe. Und die nächsten sind da. Lena Hecki für die Schweiz. Brazas durch, das sollte reichen. Die Frage ist, wie gut ist sie in der Spur? Kann sie Hanna Öberg vielleicht noch mal erwischen? Tiril Eckhoff sollte jetzt nicht mehr zu knacken sein.
das Türchen geht noch mal einen klitzekleinen Spalt weit auf für Denise Herrmann, denn Lena Hecki muss nachladen. Und wackelt. Noch zwei für zwei. Denise beginnt. Beginnt stark. Dritter Treffer. Super Serie bis hierher. Sehr konzentriert, als wenn sie von allein reinfliegen würden. Ja! Hervorragend! Überragende Serie von Denise Herrmann. Das Beste, was ich seit langem von ihr im Stehenanschlag gesehen habe. Ganz, ganz stark. Jetzt ist sie gemeinsam mit Lena Hecki unterwegs. Das wird nochmal eine fulminante Schlussrunde. Auch Lena Hecki stark in der Spur, aber Denise Herrmann schätze ich noch einen Ticken stärker ein. Hat das Maximale aus der Ausgangsposition gemacht. Rang 6 war es beim Wechsel und Rang 4 hatten wir avisiert. Den kann sie holen. Russland, starke Schlussserie. Fast noch gar nicht zu sehen gewesen. Die Russinnen mussten sich von sehr weit hinten nach vorn kämpfen. Das war Larissa Kuklina mit einer Top-Serie. Und die junge Italienerin Michela Carrara hat es geschafft, mit zwei Nachladern jetzt auch wegzulaufen. Russland durch, aber Pietruschna für die Ukraine noch vor der Russin auf Rang 6. Also das war stark, Kirill Eckhoff, wie sie das gelöst hat bei diesem letzten Anschlag. Das war in den letzten Jahren nicht immer so. Da konnte man die Uhr nachstellen, dass sie Fehler schießt, vor allen Dingen im Stehenschießen. In dieser Saison zu neuer Beständigkeit, Zuverlässigkeit am Schießstand gefunden. Nicht von ungefähr kommen also die vier Siege, die sie schon geschafft hat. Und sie knüpft ganz genau da an, wo sie vorgestern aufgehört hat, bei einer herausragenden Leistung im Sprint. Denise Herrmann. Jetzt schon vorbei an Lena Hecki und schon ein paar Sekunden zwischen sich und die Schweizerin gelegt. Da kommt sogar noch mal die erfahrenste der ukrainischen Mannschaft, Olena Pietruschna. Ukrainische Staffeln eigentlich immer zu beachten. Olympiasiegerin 2014 mit der Staffel der Ukraine, Olena Pietruschna. So, Kirill Eckhoff kann sich fertig machen zum Jubeln, zum Schulterklopfen und zum Händeschütteln. Muss Hanna Öberg offenbar nicht mehr fürchten, hat noch ein bisschen mehr Raum zwischen sich und die Schwedin gelegt. Die wird sehr zufrieden sein mit Rang 2 und die großen Favoritinnen gewinnen zum dritten Mal bei der dritten Staffel dieses Winters. Die erste in Östersund, die zweite in Hochfilzen. Beide Male war sie mit dabei, beide Male auf Schluss. In den ersten beiden Staffeln lief Caroline Knotten, heute Synnøve Solemdahl, die auch die schwächste Einzelleistung aus norwegischer Sicht abgeliefert hat. Ähnlich wie bei der deutschen Staffel Vanessa Hinz, die mit einer knappen Minute Rückstand übergeben hatte als 13. Kurzer Blick nach hinten, da kommt keine Gefahr mehr. Hanna Öberg deutlich zurück. Es ist nicht mehr weit, es ist der letzte kleine Anstieg. Und wir wissen ja, die kleine sägesprägige Runde wird heute nicht gelaufen. Es geht gleich rechts rüber. Und wie fast befürchtet, Hanna Öberg muss noch ein bisschen bibbern, denn Justine Breisas ist stark, ist laufstark, kommt immer näher. Johannes Lukas da, der junge deutsche Chefcoach der schwedischen Mannschaft, hat sie noch mal angefeuert. Hat ihr gesagt, wie dicht die Französin hier auf der Pelle sitzt. Und Kirill Eckhoff, kurze Zielgerade, ist da. Norwegen zum dritten, die Favoritenstaffel hat gewonnen. Die anderen werden jetzt von alleine gelassen. Klasse Vorstellung von Solemdahl, Tandrevold, Reuseland und Eckhoff. Mit letzter Kraft und doch geschafft. Hanna Öberg sichert sich Rang 2. Am Ende war es eine anstrengende Schlussrunde für sie, aber eine, die von Erfolg gekrönt ist. Schweden wieder auf dem Treppchen. Und Frankreich nach guter Leistung von Justine Breisas auf Platz 3.
Und dann sollte da auch gleich Denise Herrmann auftauchen, die schon eine tüchtige Lücke gerissen hat zwischen sich und die Schweizer Schlussläuferin Lena Hecki. Mit einer erneut fantastischen Leistung, die derzeit stärkste im deutschen Frauenteam. Denise Herrmann hat auch heute wieder abgeliefert. Klasse vor dieser Riesenkulisse, vor knapp 23.000. Nach dem zweiten Platz im Sprint hier schon wieder eine tolle Vorstellung von Denise Herrmann als Schlussläuferin. Von 6 auf 4 nach vorn, nach Stotterstart, ein Happy End. Dann kommt die Schweizer Staffel da hinten. Zweimal auf dem Treppchen bisher, heute in Anführung. Kleiner Rückschlag, nur Rang 5. Dann die Ukraine, Olena Pidruzhna. Die Ukrainerinnen haben sich Step by Step nach vorn gemogelt. Rang 6. Und Gratulation an die Schlussläuferin Denise Herrmann, die am Ende einen Rückstand von 1,10 hatte. Also ein paar Sekunden sogar verloren hat. Klar, das war dank des Liegenschießens. Da hat sie deutlich, deutlich abreißen lassen müssen. Aber dann wiederum stehend am Schlag und letzte Runde. Klasse. Kompliment den Norwegerinnen. 3 aus 3, das nennt man mal Effektivität. Die großen Favoritinnen damit auch jetzt schon für die Weltmeisterschaften. Sollendal, Tondrevold, Reuseland und Eckhoff heißen die glücklichen 4. Rang 7 geht an die Staffel aus Russland mit Schlussläuferin Kuklina. Und da hinten dann wird nochmal gekämpft um die nächsten Plätze. Mit der 14 die Staffel Weißrusslands und danach dann erst die Italienerinnen, die so stark begonnen hatten. Mit Schlussläuferin Michaela Carrara und vorn werden die ersten 3 Staffeln gefeiert. Norwegen, Schweden und Frankreich, dahinter dann die deutsche Staffel. Und wir schauen gern nochmal im Schnelldurchlauf zurück auf das Staffelgeschehen von heute. Vanessa Hinz, sie war die Startläuferin. Begann selbstbewusst, denn der Sprint vorgestern, der war gut. Da war sie 15. WM-Norm, aber dann heute die Strafrunde und der Rückstand, fast eine Minute. Auf die Novizin, auf Janina Hettich. Die hat das sehr gut gelöst. Die 23-Jährige aus dem Schwarzwald mit jeweils nur einem Nachlader hat ihre innere Unruhe voll im Griff gehabt, hat sich am Birksteig motivieren lassen, aber nicht übermotivieren. Und hat dann Maren Hammerschmidt in die Spur geschickt. Auf Rang 9. Und auch die hat sich wirklich sehr gut geschlagen, genauso wie Janina Hettich aus dem IBU Cup nachgerückt. Beide haben sie in Le Grand Bonhomme zum ersten Mal einen Einsatz bekommen. Ein bisschen gezittert beim Stehenschießen und dann doch alles richtig gemacht. Von 9 auf 6 nach vorn. Und Denise Herrmann mit Zitterliegenschießen, mit Weltklasse-Stehendanschlag, mit super Schlussrunde von 6 auf 4. Versöhnliches Ende, gutes Ende. Nach den ersten beiden Staffeln, als Deutschland auf Rang 4 landete in Östersund und auf einem sehr, sehr desaströsen 12. Platz dann in Hochfilzen, war das heute Wiedergutmachung pur. Norwegen, Schweden, Frankreich, Deutschland und damit wieder rüber zu Kati und Michael. Jetzt durchatmen. Biathlon im Ersten präsentiert von Erdinger Alkoholfrei Grapefruit. Ich glaube, man kann sagen, das war ein spannendes Rennen. Das war ein gutes Rennen von der deutschen Staffel mit einer überragenden Denise Herrmann. Wie hast du es gesehen insgesamt? Ja, also ich muss auch sagen, es ist ein besseres Ende, als ich vielleicht auch erwartet habe. Vor allen Dingen nach den Vorleistungen, dass Denise hier gut in Form ist. Das hat sie ja im Sprintrennen gezeigt. Aber es war wirklich von den anderen, Vanessa müssen wir ein bisschen rausnehmen. Klar, das war nicht das, was sie kann. Aber die anderen zwei mit Janina und auch Maren, die haben wirklich gute Leistungen gebracht. Und auch auf der Strecke hat es mir gefallen. Das war das, was ich vorhin auch gesagt habe. Ich glaube, wenn sie jemanden haben, wo sie mitlaufen können, können sie sich eher quälen und überwinden, als vielleicht jetzt noch in einem Einzelrennen zurzeit. Und grafisch aufbereitet können wir noch mal uns ansehen, dass die deutsche Mannschaft sich wirklich Step by Step nach vorne gearbeitet hat. Bei Vanessa Hinz, da war es noch Platz 13 bei der Übergabe, dann 9 durch Hettich, 6 schon bei Maren Hammerschmidt und der Denise Herrmann führt das auf den 4. Platz ins Ziel. Ich meine, du hast die Denise angesprochen, die ist gut in Form. Von den beiden anderen, wir nehmen Vanessa Hinz mal aus, weil die heute indisponiert war. Aber Janina und Maren, welche Leistung hat dich da mehr überzeugt?
Also Janina ist natürlich auch das erste Mal hier in Oberhof mit so einer Kulisse klargekommen und das auch in der Staffel. Gut, man muss auch sagen, sie hat eigentlich dann wieder eine ganz schöne Position eigentlich gehabt. Sie war in der Lage, aufzuholen. Und das ist gerade für jemanden, der neu in so eine Staffel reinkommt, auch wirklich eine glückliche Situation. Aber du musst die Chance auch erstmal nutzen, dich ein bisschen in Szene zu setzen. Das hat sie wirklich, wirklich toll gemacht und hat ein souveränes Schießen gemacht bei auch nicht leichten Bedingungen und dieser Atmosphäre hier in Oberhof. Also das fand ich wirklich toll. Ja, und es war natürlich heute auch nicht ganz so einfach im Schießen. Man hat es gemerkt, viele Nachlader, der Wind war böig. Da hat sich auch verändert, glaube ich, vom Liegen zum Stehendanschlag. Aber was sie dann abgezogen hat, war natürlich überragend. Ja, also die Denise hat wirklich ein tolles Rennen gemacht. Und sie hat auch gerade im Stehendschießen hat mich eben auch gefreut, dass sie so mutig war und durchgezogen hat. Sie hat wahrscheinlich auch das Gefühl gehabt, okay, es passt. Der Wind war schwierig, vielleicht hat sie da ein bisschen eine Lücke gesehen und hat sie eben auch genutzt. Platz 3 war nicht wirklich drin, aber sie hat ein bisschen was riskiert und das muss man als Schlussläufer eben auch kennen und können. Mittlerweile hat sie sich was Warmes übergezogen und steht bei Christian Dexne. Ja, und freut sich natürlich vor allen Dingen über ihr Stehendschießen, sehr überzeugendes Schießen. Haben Sie mitbekommen, dass Lena Hecki gegen die Strafrunde kämpfte oder wie war die Situation für Sie? Also ich habe schon mal geguckt, ich habe gesehen, die ersten 3 sind schon raus. Ob ich jetzt so voll auf Risiko gehen muss, habe ich schon gesehen bei der Lena, dass auf jeden Fall mal eine Scheibe steht. Und dann habe ich versucht, mich voll auf mich zu konzentrieren und sichere Treffer zu setzen, weil in Oberhof, da ist wirklich erst, ja, ist gegessen, wenn der letzte Schuss gefallen ist, da kann immer noch alles passieren. Es war halt doch ein bisschen windig auch, da musste man auch mal wirklich achtsam sein und noch mal vielleicht die Bremse reinhauen können. Liegend habe ich schon ein bisschen hin und her drehen müssen. Aber dann Entschuldige, dass ich unterbreche. Wir können mal kurz auf das Liegenschießen schauen. Da wirkten Sie tatsächlich ein bisschen verunsichert. Es ging mal in die eine Richtung, dann in die andere. Sie haben sich sehr viel Zeit gelassen. Nehmen Sie uns noch mal mit in diese Situation. Ja, also ich bin erst reingegangen. Ich habe schon vorher noch mal Kontakt mit dem Schießstand, mit dem Flo aufgenommen. Es war wieder stärkerer Wind bei rechts, wie beim Anschießen. Und dann habe ich noch mal bei rechts reagieren müssen, erst wo ich mich hingelegt habe. Dann habe ich zwischendurch mal gedacht, oh, jetzt geht er wieder raus. Dann habe ich wieder zurückgedreht und dann wurde es doch wieder mehr. Da habe ich wieder drauf gedreht und ja, dann musste ich natürlich 2 Nachlader reinlegen. Aber es ging noch, aber ich habe wahrscheinlich recht lange geschossen. Ja, die Zeit habe ich jetzt nicht im Kopf, aber es war insgesamt natürlich mit dem 4. Platz wieder ein gutes Ergebnis für die deutsche Staffel. Wie sehr waren Sie alle auch als Mannschaft vorher ein bisschen stärker unter Druck? Erstens, weil es das Heimrennen war und zweitens wegen der schlechten Staffel in Hochfilzen. Also wir haben uns ja schon mal Hochfilzen, Östersund schon mal wirklich so sehr das Podest vorgenommen. Das ist ja dann gerade in Hochfilzen auch durch meine Strafrunden gehörig daneben gegangen. Jetzt haben wir versucht, da wirklich irgendwie ein bisschen entspannter reinzugehen und einfach hier die Heimkulisse so als positive Energie so zu nutzen. Und sollte jeder einfach einen guten Job machen. Auch Janina wirklich mit Debüt in der Staffel gerade in Oberhof mega Ding gemacht. Und ich denke, mit dem 4. Platz können wir durchaus zufrieden sein. Und Luft nach oben ist immer, aber da haben wir noch ein paar Möglichkeiten. Dankeschön.